Wir hatten von Anfang an einen Sponsor auch mit Attila Hildmann und Daisho. Mhm. Damals war er noch nicht kontrovers. Davon kann man jetzt halten, was man will. Aber wenn man sich wirklich den Markt betrachtet, muss man natürlich gucken, was wird gefördert, was wird finanziert. Lass uns da mal einsteigen, bevor ein anderer uns da wieder die Butter vom Brot nimmt. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es unwichtig ist, aber man sollte der Sache nicht komplette Bedeutung schenken. Also das ist eine absolute Lüge der Industrie, dass es diesen Job überhaupt gibt. Da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, was ist da meine Marschrichtung. Und Sponsoren werden aufmerksam auf dich, wenn sie Geld verdienen können. Das ist alles, worum es geht. Wir sind, was das angeht, YouTube Staatsfeind Nummer 1 und machen trotzdem Money. Also halte ich persönlich für einen gesamtgesellschaftlich absolut kranken Trend. Also es braucht schon auf jeden Fall Eier, Charakter und Standhaftigkeit. Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge Gründergeschichten. Ich begrüße ganz herzlich Belasch bei uns heute im Studio. Wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt und zwar bist du ja mit MC Boogie, einem Betreiber eines Podcasts, Real Talk Podcast aus Kreuzberg. Ja. Dort haben wir uns kennengelernt und da hast du mir auch gesagt, dass du selbstständig bist und einige Erfahrungen gesammelt hast. Darüber wollen wir heute sprechen und zu Beginn würde ich einfach mal bitten, dass du ein paar Worte zu dir sagst, was so deine größten Erfolge sind, womit du selbstständig bist. Also vielen Dank für die Einladung erstmal, ja, Daniel. Wir kennen uns jetzt seit kurzem, aber haben schon zwei Talks miteinander gemacht und genau da können wir dann auch einsteigen. Also die Frage des Erfolgs ist für mich halt immer ein bisschen komplizierter zu beantworten, weil es nicht immer geschäftlich ist, was bei mir Erfolg definiert. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich nur ums reine Geschäft geht, dann würde ich sagen, dann ist dieser Podcast schon bisher in meiner Karriere der größte Erfolgbringer. Das ist schon richtig, ja. Ich mache halt schon Musik seit eigentlich 98 als DJ halt angefangen und dann habe ich irgendwann angefangen zu produzieren und habe dann meine eigenen Rap-Platten auch rausgebracht. Die erste kam schon im Jahr 2004 raus, also das Frühlingshühnchen bin ich jetzt nicht so, der seit kurzem erst dabei ist. Aber trotzdem war ich in der breiten Öffentlichkeit jetzt vielleicht nicht so der Begriff, bis dieser Podcast kam und das seit 2019. Seitdem, muss ich sagen, ist das halt wirtschaftlich auf jeden Fall bisher ja, der größte Erfolg. Mhm. Ja. Und du hast ja gesagt, dass du vorher als DJ tätig warst, dann auch als Produzent. Du hast auch einige Alben veröffentlicht. Was war da für dich so die Motivation dahinter, in diesem Bereich dich einzubringen? Du, Daniel, es gab am Anfang gab es keine Motivation außer Interesse und jugendliche Offenheit für das Neue, sage ich mal. Ja. Ja. Weil dieses ganze Hip-Hop-Ding, also wenn ich sage, ich habe 98 angefangen, dann kann man davon ausgehen, dass damals mit Sicherheit keine Erfolgschancen in Bezug auf Geld, also da gab es keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen groß. Da gab es eine Handvoll von Leute, die da gut integriert waren, die vielleicht davon leben konnten. Als DJ ist es ein bisschen was anderes, weil du dadurch, dass du in den Clubs unterwegs warst, ist ja heutzutage nicht mehr so wirklich möglich leider, dass du da halt geregeltes Geld bekommen hast am Wochenende, wenn du gearbeitet hast. Mhm. Und für einen Jugendlichen, der jetzt gerade zur Schule geht oder auch gerade die Schule absolviert hat, sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, 200, 300, 400, 500 Mark am Wochenende ist schon eine Menge Kohle halt, ne? So. Und dementsprechend bist du dann halt im Nightlife gelandet und die Konsequenz, die logische Konsequenz, was den Fortschritt angeht als DJ, ist das Produzieren gewesen. Also im Hip-Hop. So wurde es mir beigebracht von älteren DJs. Der nächste Schritt ist es, du musst deinen eigenen Kram machen. Weil du kannst nicht immer deinen eigenen Scheiß auflegen, ist geil und so, aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, produzier doch mal. Und das habe ich probiert. Es hat gut funktioniert. Geld machen konnte man damit gar nicht. Und dementsprechend war das auf jeden Fall nicht der richtige Tipp von den DJs. Also im wirtschaftlichen Bereich war die logische Konsequenz, vom DJen zum Produzieren zu wechseln, mit Sicherheit ein krasser Rückschritt, was die Finanzen angeht. Weil zu der damaligen Zeit, Anfang der 2000er, da konnte man gar kein Geld damit verdienen, um es auf den Punkt zu bekommen. Außer du warst jetzt der eine, der mit Agro Berlin zusammen irgendwie einen Vertrag gehabt hat oder mit dem anderen Superstar-Rapper von Kool Savas oder Samy Deluxe. Da gab es so 10 Leute vielleicht, kannst du an zwei Händen abzählen. Wenn du zu der Entourage gehört hast, konntest du dir da vielleicht ein paar schöne Taler in die Tasche stecken. Aber für so Underground-Leute wie uns, die jetzt gerade aus dem Nichts gekommen sind, war das halt total unrealistisch, damit Geld zu verdienen. Aber man musste halt am Ball bleiben und an sich selbst glauben. Und irgendwann kam das dann, dass die Leute gesagt haben, ja gut, DJen schön, produzieren schön, aber Rap ist das neue Ding. Rap ist das große Ding. Und ich hatte gar kein Interesse an Rap, gar nicht. Also ich hatte gar keinen Bock drauf.
hab das sogar gar nicht gefeiert, im Gegensatz, hab's krass gehatet. Und habe aber gemerkt, aus meinem Umfeld, wenn ich jetzt Beats baue oder DJ bin, dann brauche ich die Rapper und die Rapper sind sehr unzuverlässig. Von denen war nicht viel zu erwarten. Also ich habe nicht viel bekommen und habe da auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, mit Leuten zusammenzuarbeiten und dachte mir, ey, ja, wenn ich mir das so anhöre, was ihr da so alle macht, ist ja alles schön und gut, aber kann ich besser. Mhm. Und dann habe ich es angefangen, selbst zu machen, habe Musik veröffentlicht und es hat halt Jahre gedauert, bis es wirklich in der Öffentlichkeit, in der breiten Masse angekommen ist. Mhm. Das heißt also, du hast erst als DJ gearbeitet, dann hast du den Tipp bekommen, dann selbst zu produzieren. Mhm. Das war für dich dann erstmal ein Rückschritt und dann hast du daraus gelernt und dann bist du jetzt weiter den nächsten Schritt gegangen, den eigenen Podcast zu veröffentlichen. Und das ist der, der so jetzt zurzeit noch größter Erfolg, es kann ja in der Zukunft noch mehr dazu kommen. Aber was hat dich dann dazu bewogen, jetzt auch einen Schwerpunkt auf YouTube und Podcasting zu richten? Die Sache ist, dass mein Partner, mit dem ich den Podcast betreibe, MC Boogie, ist ja ein bekannter Name, ist ein bunter Hund in der Szene und hat durch, sag ich mal, gewisse Schicksalsschläge und falsche Entscheidungen im privaten Bereich und so weiter jetzt auch nicht die Aufmerksamkeit genossen, die er hätte genießen können, dadurch, dass er halt so bekannt ist. Da macht er selbst natürlich auch kein Hehl draus. Da gibt es eine Dokumentation, die kann sich jeder mal angucken, die MC Boogie-Dokumentation auf TV Straßensound. Da wird man sehen, das ist ein Mensch, der hat ein bewegtes Leben gehabt. Ja. Mhm. Und trotzdem ist er als Musiker überall bekannt. Nur hat er ja keine eigene YouTube-Plattform, was natürlich geschäftlich gesehen für einen Künstler in den heutigen Zeiten, das ist ein totaler Griff ins Klo. Ja. Und das ist absolut nötig. Und ich habe ihm ans Herz gelegt, bitte, wir brauchen einen eigenen YouTube-Kanal. Der wird auch nicht von heute auf morgen super populär werden. Das Ziel ist es, deine Musik zu veröffentlichen und die Musikvideos, die du dazu drehst, auf deiner Plattform veröffentlichen zu können. Mhm. So. Hast du keine eigene Plattform, bist du abhängig von anderen Plattformen. Mhm. Bist du abhängig von anderen Plattformen, kann es sein, dass es nicht ganz so gut läuft, weil die Fanbase ist ja für dich da. Und die gehen nicht gerne auf eine andere Plattform, um deinen Kram zu konsumieren. Also ist es eigentlich für den Künstler sehr wichtig, eine eigene Plattform zu haben. So, jetzt ist natürlich 5:12 und eigentlich viel zu spät, im Jahre 2018 auf diese Idee zu kommen, wo der Mann schon 98 seine ersten Raps veröffentlicht hat. Ja, so. Aber lieber zu spät als nie, dachte man sich, okay, wir gründen jetzt eine eigene Plattform. Und das Zugpferd, um diese Plattform so schnell wie möglich erfolgreich zu machen, muss irgendwie strategisch nicht überlegt werden. Zur selben Zeit, weil ich Kampfsport interessiert war und immer Joe Rogans Podcast verfolgt habe, der in den USA und auch auf der Welt, denke ich mal, der berühmteste Podcast überhaupt ist. Der hat ja auch einen Deal bekommen von über 100 Millionen von Spotify exklusiv. Und da habe ich mir gedacht, okay, Spotify schüttet eine Menge Kohle aus, auch in dem europäischen Raum, um das Podcasting hier in Europa auch populär zu machen, was in Deutschland und Europa eigentlich nicht so populär war zu der Zeit. Und lass uns da mal einsteigen, bevor ein anderer uns da wieder die Butter vom Brot nimmt. Mhm. Ja, weil Ideen kann man Tausende haben, habe ich auch schon Millionen gehabt, aber wer sie nicht umsetzt, dann waren die Ideen ja auch nichts wert. Mhm. So. Und daraus hat man gelernt und hat gesagt, diesmal setzen wir es um und zwar auch zeitnah. Mhm. Haben den Podcast geplant, finanziert, etabliert und haben dadurch den Kanal innerhalb von kürzester Zeit natürlich auch durch die Manpower der populären, bekannten Gäste, die wir eingeladen haben, haben wir diesen Kanal halt sehr interessant gemacht für die Allgemeinheit und haben innerhalb von kürzester Zeit mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wir es einfach mit einer normalen Gründung hätten schaffen können. Ja. Und magst du ein bisschen für unsere Zuschauer über deinen oder euren Kanal berichten, was der genau ausmacht, für wen der gut geeignet ist oder was auch so euer Konzept dahinter ist? Also der Kanal an und für sich wurde gegründet, um Musikvideos veröffentlichen zu können. Das Wenigste, was darauf existiert, sind Musikvideos. Okay. Ja, Gratulation dafür auf jeden Fall für uns. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Videos von Boogie rausgebracht und das Podcasting ist jetzt mittlerweile total im Fokus. Und wir haben angefangen mit Rap-Größen wie Kool Savas, Flair, Sido. Das waren so unsere ersten 3 Gäste und das sind schon große Hausnummern. Ja? Mhm. Und dementsprechend war natürlich die Aufmerksamkeit groß. Wir hatten von Anfang an einen Sponsor auch mit Attila Hildmann und Daisho. Mhm. Damals war er noch nicht kontrovers. Ja. Und das hat uns natürlich auch so ein bisschen die Sache erleichtert, um direkt einzusteigen, weil da geregeltes Geld kam pro Monat. Mittlerweile ist Sek Plus unser Sponsor. Und diese Talks haben sich dann verschoben von nur Rap, die ersten paar Folgen, dann auch in Richtung mal
gesellschaftskritisch, vielleicht mal auch leicht politisch angehaucht. Und dann kam der erste Gast, der dann kein Rapper war. Und dann kam der zweite und der dritte. Und Herr Schäfer saß ja dann auch dort. Und du rappst ja auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. So. Und dementsprechend ist es jetzt so eine breit gefächerte Plattform, wo ich sagen würde, immer noch 70% Rap, Hip-Hop, Urban. Und der Rest, einfach interessante Menschen. Gab es auch mal Politiker, da gab es auch mal Carsten Stahl, da gab es auch mal jemand, den der ein oder andere vielleicht gar nicht kennt. So. Hm. Das ist dann in dem Augenblick nicht mehr so wichtig, weil die Leute gucken hauptsächlich wegen uns. Hm. Jetzt hast du ja gesagt, dass MC Boogie da schon 1998 angefangen hat zu produzieren und ihr 20 Jahre später erst mit dem Podcast, mit dem Kanal angefangen habt und das eigentlich zu spät war. Würdest du sagen, dass es sich noch lohnt, heute zu starten? Oder was ist so deine Lektion daraus, deine Erfahrung? Vielleicht hast du das falsch verstanden. 98 hat er angefangen zu rappen und seine Musik dann ab 2001 ungefähr war er in aller Munde. Aber das Podcasting selbst, glaube ich persönlich, da sind wir zum perfekten Zeitpunkt eingestiegen. Okay. Im Jahr 2019, wo wir eingestiegen sind, das war genau die Zeit, wo Spotify wirklich sehr aggressiv geworben hat. Ja. Und auch versucht hat, Leute zu ziehen. Ja, und da war das Timing gut, sehr gut sogar. Also wir waren mit die Ersten, die das gemacht haben im Urban-Bereich und haben unsere Vorbilder Joe Rogan und den Drink Champs Podcast, der wirklich nur pro Rap und Hip-Hop ist in den USA, sehr, sehr populär, wo die ganzen Größen wie Snoop Dogg und keine Ahnung was sitzen dann immer. Das haben wir dann kombiniert und haben unseren Podcast draus gemacht mit unserem eigenen Charme und unseren eigenen Charakteren. Ist das bei der Öffentlichkeit sehr gut angekommen. Hm. Und du hast ja auch gesagt, dass ihr pro Monat circa 4 Produktionen veröffentlicht. Und jetzt ist die Frage natürlich auch für unsere Zuschauer, die sind ja Unternehmer, Selbstständiger oder auch Menschen, die sich erst gründen wollen, die erst den Gedanken haben. Würdest du sagen, dass so ein Podcast empfehlenswert ist für alle Selbstständigen oder würdest du nur sagen, nur für Künstler, für Musiker? Was wäre da deine Erfahrung und deine Einschätzung? Also ich denke mal, das Podcasting an und für sich ist jetzt nicht mehr so selten wie vor 2 Jahren, wo wir angefangen haben. Jetzt macht irgendwie gefühlt jeder Dritte einen Podcast. Ja. Und das kann auch funktionieren, aber es gibt halt ganz viele Leute, die da auf der Strecke bleiben und die mit sehr, sehr wenigen Klicks dann innerhalb von einigen Monaten sich selbst zugestehen müssen, dass es nicht so gut läuft. Ja, das muss man dazu sagen. Ich denke mal, da gibt es keine generelle Formel für den Erfolg, sondern man muss halt einfach schauen, dass man vielleicht das macht, was die anderen nicht machen. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil wer möchte gerne 20 Mal dasselbe hören? Ja? Ja. Das ist, denke ich mal, ein Kriterium. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir Sachen mit reingebracht, die andere Leute nicht gehabt haben. Also nicht jeder kann irgendwie die bekanntesten Rap-Künstler von Deutschland anrufen und sagen, komm mal bitte als Gast jetzt vorbei. Mhm. Und wir bekommen dadurch dann unsere Aufmerksamkeit. Wir waren selbst in der Szene mit dabei, aber man muss den Leuten, die unsere Gäste waren, natürlich auch ihre Credits geben. Die haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Ja. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, was zu machen, dann gibt es halt natürlich erstens Eigeninteresse. Passt es zu meinem Charakter? Passt es zu meiner Persönlichkeit? Bin ich ein Mensch, der vor der Kamera funktioniert? Bin ich ein Mensch, der sich verbal gut äußern kann, dem die Leute gerne zuhören, zuschauen. Das sind halt erstmal so die Grundvoraussetzungen, denke ich mal, um so Podcasts zu machen. Auf der anderen Seite braucht man interessante Themen oder dann halt auch das allgemeine Interesse der Industrie. Das allgemeine Interesse der Industrie ist zum Beispiel LGBT. Okay. Ob das jetzt komisch rüberkommt auf die Leute oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber als wir uns damals bei Spotify beworben haben, haben die Leute, die einen LGBT-Podcast vorgestellt haben, sogar 8.000 Euro Standardförderung bekommen. Okay. Das heißt, man merkt es ja auch, wenn man die Spotify-Podcasts sich anhört, da geht es halt sehr, sehr oft um Themen, so, die im, so sag ich mal, im soften Sexbereich sind, Aufklärung und dann sind da lesbische Mädels, die dann darüber reden und so weiter. Davon kann man jetzt halten, was man will. Aber wenn man sich wirklich den Markt betrachtet, muss man natürlich gucken, was wird gefördert, was wird finanziert, passe ich da rein, passe ich da nicht rein. Und das heißt aber nicht, dass man sich davon abschrecken lassen sollte, sollte man da mal gar nicht reinpassen, dass man sagt, nee, dann mache ich aber doch nicht. Mhm. Wenn man das irgendwie fühlt und von sich selbst überzeugt ist, ich denke, das ist auch immer das Wichtigste überhaupt, dass man von sich selbst überzeugt ist, dann kann man der Sache natürlich eine Chance geben.
Der Vorteil heutzutage ist einfach, dass die Technik, die man dafür benötigt, heutzutage im Gegensatz von vor 15 Jahren oder so, dass es halt erschwinglich ist. Also jeder kann sich heutzutage eine HD-Kamera besorgen und ein relativ gutes Mikrofon und so weiter. Und dann ist man da inklusive einem Laptop und so weiter wahrscheinlich, wenn man soft startet, um die 1.000 Euro. Ja? Ja. Und das geht. Das wäre damals undenkbar gewesen, dass du deine eigene Show machen kannst mit 1.000 Euro. Also ja. Probieren lohnt sich vielleicht. Und ihr habt ja dann pro Jahr, wenn ich das mal hochrechne, so mindestens 50 Publikationen. Jetzt mal jede Woche eine, abzüglich Sommer oder Urlaub. Ja. Und wie macht ihr das mit der Themenauswahl? Also ihr habt da wahrscheinlich einen relativ langen Produktionsplan und so Themen, die ihr euch überlegt. Habt ihr so eine Zielgruppe, wo ihr sagt, auf diese Zielgruppe wollt ihr euch fokussieren und sucht danach die Themen aus? Oder geht da eher nach aktuellen Anlässen, Themen, die in den Nachrichten kommen? Die Themen sind eigentlich sehr oft gastbezogen. Mhm. Also wir stellen uns natürlich dann immer auf den Gast ein bisschen drauf ein, aber ohne jetzt wirklich super krass zu recherchieren. Also ich denke mal, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt Leute, die kriegen wahrscheinlich keinen guten Talk hin, ohne ellenlange Recherche betrieben zu haben. Ja. Und dann gibt es Leute, die sind da so ein bisschen natürlicher und die können einfach sprechen. Und ja. Wir haben unseren Charme, sage ich mal, in der Öffentlichkeit, sagt man über uns, nicht ich über mich selbst, dadurch, dass wir halt ein bisschen lockerer sind und aus der Sache kein Interview machen. Ja. Und das ist halt auch die Besonderheit, sage ich mal, da wird auch keiner so sein wie wir, weil ich meine, wenn du jetzt wirklich ein reiner, purer Interviewer bist und du bist ein Fan und da sitzt jetzt auf einmal ein Sido vor dir, da kriegst du auch mal vielleicht Hosenflattern. Ja. Das ist halt bei uns gar nicht der Fall. Wir kennen diese Leute aus den Zeiten, wo sie keine Stars waren und das wird sich in unserem Kopf auch niemals verändern, jetzt, weil jetzt jemand irgendwie bekannt oder berühmt geworden ist irgendwie mit der Zeit. Für mich ist es immer noch der von damals. Ja. Und dementsprechend setzen wir uns da ganz locker an den Tisch ran und führen Gespräche. Natürlich ist da eine Kamera mit bei. Natürlich ist es nicht zu 100% so, als wenn wir ein Privatgespräch führen, aber es ist definitiv kein Interview, es ist nicht ich frage dich aus und du antwortest, sondern wir quatschen einfach drauf los und meistens wird es interessant. Ja, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt mal auch in unseren Podcast mal zurücksinne, dass ja das eine ist, das vorzubereiten, das zu produzieren, das zu schneiden, ja. Dann wird es ja irgendwann hochgeladen und dann gibt es ja viele, viele Kommentare. Also ich glaube, das waren ja hunderte von Kommentaren. Ist es so, dass du die tatsächlich auch durchliest, durchbearbeitest oder wie wichtig ist da auch die Community-Interaktion im Anschluss? Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es unwichtig ist, aber man sollte der Sache nicht komplette Bedeutung schenken, also Aufmerksamkeit schenken, weil ich meine, man muss sich halt angucken, was die populären Kommentare sind. Das hilft ab und zu mal zu schauen, aber das sind dann meistens wirklich Props, wo die Leute sagen, ey, toll und top und dies und das. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt, denke ich mal, weil wir machen das jetzt auch schon alles eine Weile mit YouTube und so weiter, auch schon vor diesem Podcast, da muss man einfach ein hartes, dickes Fell sich aneignen, wo man sich von vor allem Negativität und so weiter nicht runterziehen lässt im öffentlichen Bereich, weil das ist halt tagesformabhängig und die Leute, die ändern ihre Meinung wie ihre Unterhose. Ja. Das ist halt einfach so. Und wenn man sich da zu sehr drauf versteift und zu sehr drauf fokussiert, dann verliert man auch so den Sinn für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, dass man eigentlich, wenn man das sich anguckt, meistens Lob bekommt. Ja. Und wenn man jetzt 80-90% positive Rate hat in Bezug auf Kommentare und sich dann trotzdem von den 10% irgendwie runterziehen lässt, sodass man dann irgendwie die Motivation verliert oder so, das kann es ja nicht sein. Aber das ist halt bei vielen Leuten der Fall. Deswegen finde ich dieses ganze Kommentieren und die öffentliche Meinung da draußen ist total überbewertet, weil wir haben es nicht mit echten Personen zu tun und wir haben es nicht mit echten Meinungen zu tun. Jeder kann sich 10 Fake-Accounts heutzutage machen, die sind nicht registriert, nichts. Also da kann jetzt irgendwie Hans-Peter, Annette, Ali und Fatma stehen, aber in Wirklichkeit ist es Dalibor. So, man weiß es nicht. Und diejenigen sind dann auch natürlich sehr eifrig im Internet, vor allem um andere Leute irgendwie runterzuziehen. Das ist halt wirklich ein gesellschaftliches Problem. Deswegen, ich persönlich wäre auch eigentlich dafür, dass man da zum Beispiel im Internet eine Kontrolle einführen würde, sodass die Leute halt keine Fake-Accounts machen können. Also wenn es wirklich nach mir geht, wo ich eigentlich nicht derjenige bin, der für viele Gesetze und viele Beschränkungen ist und so weiter. Aber in dem Bereich würde ich mir echt wünschen, dass man sich im Internet, auf Social Media, wenn es jetzt um Instagram geht vor allem, wenn es um Twitter geht vor allem, aber auch um YouTube, dass man dort eine Ausweispflicht einführt, sodass jeder wirklich das nur sprechen kann, wofür er selbst auch
steht. Mhm. Weil der Unterschied zwischen einer real existierenden Person und einer Internetperson ist mittlerweile so gravierend unterschiedlich, ja, mhm. sodass man es mit Leuten zu tun hat, die halt andere Leute auch wirklich mobben. Also dieses Cybermobbing ist halt mhm. ein echt großes Problem. Vor allem die Jugendlichen, vor allem die weiblichen Jugendlichen leiden sehr darunter. Und da geht halt die Selbstmordrate jetzt während Corona und so weiter auch ziemlich weit hoch, statistisch gesehen. Und dass man andere Leute einfach irgendwie runterziehen kann, weil man mit sich selbst total unzufrieden ist, dass diese Möglichkeit im Internet besteht, das finde ich nicht gut. Und dementsprechend kann ich jedem da draußen einfach nur den Tipp geben, sich nicht beirren zu lassen von dem Gequatsche von irgendwelchen Leuten, die tatsächlich nicht mal leben vielleicht, ja. sondern einfach, wenn man wirklich überzeugt ist von sich selbst, natürlich nicht beratungsresistent zu sein, aber seine Beratung dort einzuholen, wo es auch wirklich wichtig ist. Und zwar bei den Leuten, die einem am Herzen liegen, die Tipps geben, nicht um dich irgendwie kaputt zu machen, sondern dich nach vorne zu bringen. Oder im besten Fall von Leuten, die wirklich vom Fach sind. Ich meine, da kannst du ja ein Lied von singen, da kommen Leute hierher, du berätst die, weil du einfach besser Bescheid weißt. Und da sollte man halt auch immer zu den Leuten hingehen, wo man vertraut, die eine gute Reputation haben und die einen selbst menschlich, qualitativ, wirtschaftlich nach vorne bringen können. Da gab es ja, glaube ich, kürzlich auch den Selbstmord von der einen serbischen Gamerin, die ja auch cyber gemobbt wurde und die sich dann ja umgebracht hat, unter anderem deswegen. Oh, okay, davon weiß ich jetzt gar nichts. Aber knapp eine Woche her, glaube ich, ja. Ja, scheiße sowas. Ja, also von daher absolut wichtig, das zu trennen, diese digitale Meinung von der wirklichen Meinung. Mhm. Und jetzt ist es so, dass viele sich die Frage stellen, ja, mache ich das auch? Ist es interessant für mein Thema, auch so einen Podcast aufzusetzen? Die Frage ist, wie viel Zeit kostet das dann? Was würdest du dann sagen, wie viel Zeit so pro Woche gilt es dann zu investieren, um da gut seinen Podcast voranzutreiben? Also Daniel, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit ich diesen Podcast angefangen habe zu machen, ist wenig Zeit für den Rest übrig geblieben. Das war eigentlich nicht der Plan. Wir wollten eigentlich Musik machen und unsere Musik veröffentlichen und das sollte nur ein Promo-Tool sein. Okay. Das mittlerweile hat das halt komplett überhand genommen. Und ich habe jetzt vor kurzem erst den Schritt gewagt, quasi eine Person einzustellen, die sich dann jetzt auch nochmal so um ein paar Sachen kümmert. Ansonsten war das eine One-Man-Show. Mhm. Ja, also ich habe das halt eine Zeit lang, habe ich das nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern halt auch aufgrund der Qualitätskontrolle quasi nicht in andere Hände geben wollen. Mhm. Weil du möchtest eine gewisse Ästhetik haben, eine gewisse Gesprächsdynamik soll dort entstehen, die durch den Schnitt natürlich entsteht. Ja. Wie du das Gespräch zusammenschneidest, wer wie gezeigt wird von der Kamera, welchen Teil schneiden wir raus, welchen Teil lassen wir drin. Ja. So. Und ab und zu mal einen lustigen Clip irgendwie mal mit reinzuballern. Bei uns sind das halt so Fails und Memes, ab und zu mal einfach, um die Sache irgendwie aufzulockern, wenn das Gespräch gerade abrupt irgendwie endet, so dass man halt einen nahtlosen Übergang hat. Auf der anderen Seite hast du dann eine Untermalung, was Sound angeht, und du hast halt eine gewisse Philosophie jetzt vielleicht, wie der Sound gemischt sein soll. Und das musst du ja erstmal für dich selbst alles jetzt erstmal unter einen Hut bekommen, damit du erstmal weißt, grob, so soll das jetzt sein, mein Produkt. Ja. Ja, okay. Und hätte ich das jetzt von Anfang an jetzt in irgendeine externe Firma oder so weitergeben wollen, dann hätte ich wahrscheinlich sehr tief in die Tasche greifen müssen, damit das alles auch wirklich genauso umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt. Weil man sagt ja immer, wenn du willst, dass was gut wird, dann musst du es selber machen. Ne? Ja. So, und das war auch die Philosophie dahinter. Jetzt mittlerweile ist es so ein etabliertes Ding und man weiß, wie es sein soll. Und ich habe einen fähigen jungen Kerl, der sich angeboten hat, ey, ich mache mal ein Praktikum bei euch und so weiter. Und dann habe ich denen halt natürlich dann, was das angeht, auch mal eine Chance gegeben. Mhm. Habe ihn dorthin gestellt, habe ihn angelernt. Da musst du dann natürlich Videoschnittsoftware beherrschen. Bei uns ist es DaVinci Resolve. Dann musst du dich mit Sound auskennen, so ein bisschen. Ja? Mhm. Aufgenommen wird das ganze Ding über Cubase zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich die Nachbearbeitung, dass du Photoshop beherrschen musst, damit du ein Thumbnail erstellen kannst, damit du weißt, wie man Sachen hochlädt auf YouTube und bla bla bla. Das ganze Zeug. Und da sitze ich jetzt und schaue dem jungen Herrn über die Schulter, der sich natürlich schon vorher damit auskennen muss. Man kann nicht komplett ahnungslos dahin kommen. Ja. Und sage ihm einfach nur, ja, das gut, das vielleicht nicht so sehr, achte mal auf dies, achte mal auf jenes. Und dann habe ich halt jemanden, der mir Arbeit abnimmt. So. Und der kriegt dann halt natürlich dann auch seine Bezahlung dann dafür und dann haben beide Parteien dann quasi gewonnen. Aber an dem Punkt zu kommen, dass man sich das erlauben kann, wie du selbst weißt, in der Selbstständigkeit ist es am Anfang halt natürlich immer bisschen schwieriger. Man überlegt halt 2-3 Mal, weil jedes Geld, was du ausgibst, ja, das ist halt das, was dir am Ende in der Tasche fehlt. Und vor allem zu Beginn einer Gründung, brauche ich dir nicht zu erzählen, ist halt alles so ein bisschen schwieriger, da kalkuliert man auch mehr. Ja.
Und da hast du auch einen guten Wechsel jetzt gemacht. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal selbstständig. Du warst schon mal 2008 schon mal selbstständig. Genau. Und da hast du wenn man so nennen kann. Ja, ja, da hast du ein paar Erfahrungen gesammelt. Was sind denn so deine wesentlichen Erkenntnisse aus deiner Selbstständigkeit, was du jetzt auch jetzt unseren Zuschauern mitgeben würdest, worauf sie achten sollten, wenn sie sich das erste Mal selbstständig machen? Also das erste Mal, als ich mich selbstständig gemacht habe, das hat nur ein paar Monate gehalten. Das war halt auch, es war einfach nur, weil man keine andere Option hatte, ehrlich gesagt. Mhm. Ja? Und es war da, also die Erfolgschancen waren nicht besonders groß. Das war mir auch damals schon klar. Und dementsprechend ist diese erste Selbstständigkeit damals, die ist eigentlich total irrelevant, die braucht man gar nicht zu erwähnen. Ich habe halt danach dann nochmal den Weg in Richtung Ausbildung gesucht und habe dann eine Tontechniker-Ausbildung gemacht, also Audio-Ingenieurs-Diploma habe ich mir abgeholt, in der Hoffnung, dass das die Selbstständigkeit im Audiobereich beflügelt und dass man da mehr Geld verdienen kann. Mhm. Und das ist ein Bereich, da würde ich jedem von abraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt, das ist eine absolute Lüge der Industrie, dass es diesen Job überhaupt gibt. Tontechniker, ja. Ja, also ey. Also es gibt so ein paar Leute, die sind im Veranstaltungstechnikerbereich, sind die unterwegs und die machen halt auf Live-Events und so weiter, bauen die Sachen auf und so. Aber der klassische Tontechniker, der jetzt irgendwie sitzt und Mischungen macht und Recordings macht und keine Ahnung was. Also da gibt es einfach nicht genug Stellen hier in Deutschland, um die besetzen zu können, dafür, dass diese großen Institutionen, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, damit sie sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, aber dass die da pro Jahr halt so einen Haufen an Jugendlichen da irgendwie reinstellen und von denen auch noch irgendwie 15.000 Euro abkassieren. Okay. Das ist ja selbstfinanziert, um am Ende denen vorzugaukeln, dass der Arbeitsmarkt zu 88% beliefert wird. Das ist absolut andersrum. Also wenn überhaupt, sind es 12%. So, okay. Also nach meiner Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich in einem Klassenraum gesessen habe damals, da hat kaum jemand einen Job danach bekommen in dem Bereich. Und das ist halt auch so eine Sache, da würde ich auch den Leuten immer anraten, dass sie sich sehr, sehr gut überlegen, wofür sie sich entscheiden, weil diese 18, 24, 32 Monate, wie auch immer das jetzt gestaffelt ist, die kriegst du nicht zurück und sollst du aus eigener Tasche dann auch noch dein vielleicht letztes Geld auch noch, was Papa nicht gesponsert hat, jetzt in eine Ausbildung reinballern, weil du dir erhoffst, irgendwie danach auf dem Arbeitsmarkt sehr gut funktionieren zu können, da sollte man sich gut informieren vorher. Jetzt hast du ja gesagt, dass du dich dein zweites Mal selbstständig gemacht hast, jetzt erfolgreicher, auch vor allem mit dem Podcast. Und was sind denn da so deine Erfahrungen oder auch deine Tipps, die du jemandem geben willst, damit es gleich richtig gut läuft, worauf er achten sollte, wenn er sich selbstständig macht? Also ich denke mal, hier in Deutschland ist halt natürlich Bürokratie sehr wichtig. Hier in Deutschland ist sowas wie Buchhaltung, Steuerberater und so weiter sind meistens irgendwie wichtiger als der Rest, weil du kannst wirklich das qualitativ und vor allem künstlerisch oder kreativ gesehen beste Material der Welt zur Verfügung stellen, aber sollte am Ende das Finanzamt anklopfen und die einfach mal den Hahn zudrehen, dann ist alles vorbei. Ja. Und das sind halt solche Geschichten, da gehen halt sehr, sehr viele Leute den Bach runter, ohne gewusst zu haben, in was für eine Gefahr sie sich begeben, wenn sie diesen Bereich ignorieren. Ja. So, ich denke mal, das ist wirklich das Wichtigste von allen. Ist einfach, dass man die Bürokratie, Buchhaltung, Steuern etc., eventuell Anwälte, je nachdem, ja, bei uns war das auch wichtig, dass man da abgesichert ist, was diese Bereiche angeht, dass man sich auch auf die Kreativität, sage ich mal, konzentrieren kann, ohne ein super Produkt zu erschaffen, was irgendwann den Bach runtergeht, aufgrund dieser Fehler. Ja. Und du bist ja jetzt mal Musiker, ich bin auch grundsätzlich sehr kreativ, hast viele Ideen. Und du hast dich dann auch viel mit den, sagen wir, sozialpolitischen Themen ja, also den Alltagsproblemen ja auch auseinandergesetzt. Mhm. Und was würdest du denn jemand heute empfehlen, der ein ähnliches Bedürfnis hat wie du, kreativ zu sein, aber auch den Menschen Informationen oder auch mitzuteilen, wenn der sich selbstständig machen heutzutage? Ja, wenn der sagt, ich bin kreativ, Musiker, will gerne produzieren, aber habe auch ein Faible für Social Media, für YouTube. Was wäre so deine Essenz heute aus den 20 Jahren Erfahrung, die du dort hast? Ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, weil ich halt auch Sachen gemacht habe und Sachen teilweise immer noch mache, die meinen Weg auf jeden Fall extrem erschweren. Hm. Also muss man dazu sagen. Da würde ich mir bei mir selbst keine Tipps abholen. Okay. Weil, also ein ziemlich großes Maul zu haben in der Öffentlichkeit, da kriegst du Applaus von dem einen oder anderen, kriegst aber aus der Industrie definitiv ein paar Türen geschlossen. Ja. So, und da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, was ist da
meine Marschrichtung. Ja. Es gibt Leute, die sagen, scheiß ich drauf, ich will ich selbst bleiben und ich will mir selber treu bleiben. Und dann musst du halt davon ausgehen, aber dass du wirtschaftlich in der Öffentlichkeit nicht vorwärts kommst. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, ey, alles gut, schön, Ideale habe ich, aber die lasse ich in meinem Nähkästchen zu Hause. Und wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und jetzt wirtschaftlich bin, dann darf das einfach gar keine Rolle spielen und dann spreche ich auch über nichts. Ja. So, es gibt diese beiden Extreme und da irgendwo die Mitte zu finden, ist halt mein Anspruch. Und das ist halt überhaupt nicht leicht. Ja? Deshalb, ich habe viele, viele Sachen gemacht, die mir wirtschaftlich Türen verschlossen haben, wo ich im Nachhinein sage, ich bereue es aber nicht. Hm. Weil irgendwo muss man seine Menschlichkeit auch genauso pflegen, wie man die Wirtschaftlichkeit pflegt. Und das ist halt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt Leute, die fahren super gut, indem sie alles Menschliche total ausschalten und gar nichts mehr sagen und sich alles gefallen lassen, Hauptsache der Rubel rollt. Ja? Ja. Gibt es auch, die fahren super, die haben auch vielleicht mehr Geld als ich oder jemand anderes in der Tasche, dadurch, dass sie so gefahren sind. Ja. Muss aber nicht heißen, dass es zwangsläufig auch so funktioniert. Ja. Sehr schwer zu beantworten, wie du merkst, die Frage, kann ich kein Rezept für verteilen, muss jeder für sich selber gucken. Ja, das ist der Balanceakt zwischen persönlicher Stellungnahme, persönlicher Meinung und wirtschaftlichen Erfolg, höre ich so ein bisschen raus. Ne? Ja, weil es halt eine öffentliche Sache halt auch ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo in einem Büro sitzen würde, würde meine Meinung über die Gesellschaft keine Sau interessieren. Ja. Aber in dem Augenblick, wenn ich jetzt schon dieser Typ bin, ja, gut, dann ist es halt so. Okay. Jetzt ist dir etwas passiert, auch mit dem Podcast, was ja auch Christoph Kolumbus passiert ist. Der hat sich das Ziel gesetzt und wollte ja Indien erreichen und ist dann in Amerika gelandet. Und bei eurem Podcast, höre ich auch raus, war das Ziel ja ursprünglich auch die Musik von MC Boogie auch zu verbreiten. Ja. Und dann habt ihr aber etwas gemacht, was euch sozusagen ja jetzt in einer regelmäßige Produktion vom Podcast mit einer großen Reichweite und Feedback und so weiter gebracht hat. Mhm. War das so als Ziel gesetzt oder war das tatsächlich so ein Ergebnis aus dem Prozess heraus? Sowohl als auch, sage ich mal. Also ich hatte von Anfang an keine Zweifel daran, dass das Ding erfolgreich wird. Ja. Der ein oder andere schon. Also unser Sponsor am Anfang hat uns gar nicht ernst genommen, Attila Hildmann. Der hat halt hier und da alles Mögliche an Stuff gesponsert und wir waren halt mal irgendwie Projekt Nummer 365. Ja? Mhm. So. Und nach den ersten drei Folgen wurde jedem klar, nein, das ist das nächste große Ding im Urban-Bereich. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Reichweite und auch die Beachtung in der Öffentlichkeit und so weiter, dass die sehr, sehr viel höher wäre heutzutage, hätten wir nicht genau diese Probleme gehabt, die wir jetzt davor angesprochen haben. Und zwar, dass man halt eine unpopuläre Meinung teilweise vertritt. Ja. Also wir haben ja alles hinter uns, von Instagram Account-Löschungen bis zu Kanalsperrungen auf YouTube. Und also es war ja ein großer Krieg, ein sehr großer Krieg. Und um die Persönlichkeiten dort, die diesen Podcast gemacht haben, Boogie und mich, haben sich auch gewisse Legenden gerankt, also so Antisemitismusvorwürfe und so ein Zeug, was vor kurzem Gott sei Dank revidiert wurde und sich als Lüge herausgestellt hat, aber trotzdem ist es so wie so ein Vergewaltigerstempel. Es kann auch im Nachhinein rauskommen, du hattest damit nichts zu tun, aber drei Jahre später kursiert das immer noch in den Geistern der Leute rum. Ja. So, und das ist halt auch eine Sache, die muss man halt natürlich auch erwähnen. Es liegt halt auch immer so ein bisschen an den Protagonisten, sage ich mal, wie diese Sache läuft. Aber Zweifel an unserem Erfolg habe ich nicht gehabt. Auf keinen Fall. Und aus diesen Erfahrungen heraus, also ich sag mal, so ein Account gesperrt oder gelöscht zu bekommen, ist ja schon ein heftiges Ding, wenn das jetzt ja ein wirtschaftliches Standbein ist. Ja. Was würdest du da sagen, worauf sollte man da achten oder wie sollte man vorgehen? Ja, das Ding ist halt, dass wir damals eine Accountsperre hinter uns bekommen haben, dass der ganze YouTube-Kanal gesperrt wurde. Das konnten wir auch nur durch die Hilfe unseres Sponsors Matthias Clemens reaktivieren, der halt einen guten Draht gehabt hat zu den YouTube-Netzwerken. Die haben das an die Amerikaner weitergeleitet. Die Amerikaner haben geprüft. Die haben geschaut, ist es problematisch, was dort passiert ist? Haben den Entschluss gefasst, nein, ist es nicht. Der Kanal muss entsperrt werden. Das sind halt unsinnige Strikes gewesen, die uns dort die uns halt einfach das Leben erschwert haben. Und das muss ja so nicht laufen. Der ein oder andere hat vielleicht diese Connections auch nicht, hat auch diese Möglichkeiten nicht und dann ist der Kanal weg. Ja. Und von den Zielsetzungen heraus ist es dann so, dass du und Boogie euch auch regelmäßige Zielsetzungen fürs nächste Jahr, so in den nächsten drei Jahre, oder guckt ihr eher, wie die Entwicklungen sind und nutzt die oder habt ihr auch so eine Art Finanzplanung oder Wirtschaft oder Geschäftsplan? Wie macht ihr das? In dem Fall gar nicht, um es ehrlich zu sagen. Also wir machen halt einfach das, was wir die ganze Zeit schon machen. Und das ist halt
erfolgsträchtig, sage ich mal. Wir haben nebenbei noch ein kleines Nebengeschäft auf Patreon zu laufen für die Unterstützer. Mhm. Dort kommt halt auch nochmal Geld rein. Insgesamt sind es halt drei Quellen eigentlich, aus denen wir beziehen. Das ist einmal Patreon, das ist einmal Google Ads, also die Werbung, die halt natürlich läuft zwischen den Sendungen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Sponsoring-Vertrag. Und wir konzentrieren uns, was das angeht, so gut wir können darauf, vor allem ich jetzt zurzeit, musikalisch wieder Anklang zu finden. Mhm. Also mit dem Feld, was gar nicht im Gespräch ist zurzeit. Ja? Ja. Das andere läuft ganz gut und es sollte eigentlich nur eine Plattform bilden dafür. Und mir persönlich geht das halt gegen den Strich, dass man da so kämpfen muss dafür, um da auch die Beachtung zu bekommen, die man verdient hat, sage ich mal. Ja. Und das ist jetzt die aktuelle Mission, ist, dass ich mich halt total auf die musikalische Perspektive wieder konzentriere. Am 21.12. jetzt kommt mein lang angekündigtes Album Am Seidenen Faden, was ich 5 Jahre lang irgendwie im Verborgenen halten musste, weil die Plattform und die Möglichkeit, mich selbst zu promoten und so weiter, halt einfach nicht existiert haben. Ja. Und das war ein Zustand, den haben wir durch den Podcast haben wir aufgebrochen. Trotzdem schauen wir natürlich links und rechts immer wieder, wie können wir die Sache verbessern. Sollten es auch nur ein paar Prozentpunkte sein, die dann irgendwie pro Jahr dazu kommen, dass das Bild vielleicht ein bisschen besser wird, dadurch, dass wir jetzt irgendwie ein paar neue Objektive dann irgendwann zum Beispiel gekauft haben. Oder dass wir gesagt haben, dass wir uns halt einen Praktikanten mit ans Boot bringen, der uns halt ein bisschen Arbeit abnimmt und so weiter. Und ansonsten ist es eigentlich so ein Ding, was, denke ich mal, ganz gut so funktioniert, wie es ist. Ja. Jetzt habe ich ja gehört, dass ihr mit dem Podcast verschiedene Möglichkeiten habt, jetzt mal wirtschaftliche Verwertung, also Umsätze zu machen. Das eine war ein Sponsor, dann ja, Google Ads. Und was würdest du dann sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es? Es gibt ja so auch Meinungen, du hast es ja noch, also du verkaufst ja dann, willst auch eigene Produkte dann später verkaufen, dein Album. Mhm. Du hast einen Sponsorenvertrag. Was sind denn so aus eurer Erfahrung gute Verwertungsmöglichkeiten für so einen Kanal? Also für uns persönlich ist das jetzt eine Kette, also ein Glied einer Kette, ja, wo natürlich dann wie immer das schwächste Glied den Rest runterzieht. Deswegen müssen wir natürlich auch darauf achten, dass unsere schwächeren Departments, und die sind im Bereich Musik jetzt gerade aufgestellt und im Bereich Merchandise, okay, dass man da halt hinterherzieht. Mhm. Weil das Live-Geschäft wurde uns sowieso schon weggenommen. Ja. Ja, das ist zurzeit eh nicht möglich. Okay. Das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiges Ding. So. Also man macht ja Musik, damit man Merchandise an den Mann bringt, ja, um auf der Bühne zu funktionieren, damit auf der Bühne deine Musik Anklang findet, damit dadurch wieder Merchandise verkauft wird. Also es ist ja dieser Kreislauf. Ja? Kreislauf, ja. Ja. Mhm. So, und wenn da ein Glied alleine fehlt, ist die Sache auf jeden Fall nicht mehr so gut. So, und das ist durch dieses Live-Geschäft jetzt gerade leider der Fall. Aber auf der anderen Seite haben wir durch den Podcast jetzt natürlich einen ganz anderen Geschäftszweig. Mhm. Und wenn wir jetzt unsere Musik an den Mann bringen und das auf offene Ohren stößt, dann sind wir dann auch im nächsten Schritt zum Beispiel dann doch in der Lage, das ein oder andere T-Shirt irgendwie nochmal zu drucken oder einen Pullover oder vielleicht eine Fanbox oder so, um dann zu versuchen, halt natürlich irgendwie alles so zueinander zu bekommen. Ja. Man sollte eigentlich gucken, dass man wie so ein Kiosk ist eigentlich, so dass man alles, was man wirklich an den Mann bringen kann, wenn es sinnvoll ist, weil man würde in einem Kiosk ja auch keine Ware anbieten, die keiner kauft. Also wenn da jetzt irgendwie die TV-Spielfilm nicht gut läuft, dann bestellst du die nicht mehr. Ja. So, dann ist halt nur noch TV-Movie und hör zu drinnen. Okay. Und so versuchen wir das halt auch zu machen, dass wir halt alles, was wir können, was Sinn macht, was zu uns passt und was bei der Öffentlichkeit da draußen positiv ankommt, dass wir es versuchen zu monetarisieren und wirtschaftlich dann unseren Nutzen zu ziehen daraus. Ja. Und jetzt aufgrund der Erfahrungen, die du gesammelt hast, würdest du sagen, dass so ein Podcast oder YouTube-Kanal generell auch empfehlenswert ist für andere Dienstleistungen? Also stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt einen Personal-Trainer oder wir haben jetzt jemand, der Produkte vertreibt. Würdest du auch da sagen, dass man so ähnlich mit eurer Strategie vorgehen könnte? Oder was sind da deine Erfahrungen oder Meinung? Ja, YouTube an und für sich ist natürlich die populärste Videoplattform der Welt. Und dort gibt es gewisse Qualitätsstandards. Ich kann jedem immer nur empfehlen, halt auf nicht nur das Bild zu achten, was viele Leute falsch machen, ist einfach der Ton. Ja. Und YouTube an und für sich, der Ton ist wichtiger als das Bild, um es auf den Punkt zu bekommen. Weil wenn das Bild mal so ein bisschen nicht so ganz so high-end ist, verzeiht es der Konsument.
Aber wenn der Ton scheiße ist auf YouTube, dann hat man ein Problem. Ja. Viele Leute legen auch einfach das Handy irgendwie zur Seite, während sie kochen oder haben es in der Tasche, während sie joggen oder keine Ahnung was. Und der Ton ist aber trotzdem dann immer da. Und der Ton muss gut sein. Und der Ton ist bei allen Sachen eigentlich das A und O, finde ich auch beim Film. Ja. Wenn man einen geilen Film hat und die Bilder sehen super aus, aber der Sound ist scheiße, der Soundtrack ist scheiße und so weiter, dann vermittelt es nicht dieses Gefühl, was dieses Bild eigentlich produzieren würde. Das ist ganz einfach für die Leute da draußen, kann das jeder selbst als Experiment für sich selbst mal vornehmen, mal einen Horrorfilm laufen lassen und den Ton ausschalten und dann machst du Benjamin Blümchen Musik an. Ja. Der Horrorfilm, der wirkt nicht mehr. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man den Ton berücksichtigt. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass jeder seine Qualität, sage ich mal, dadurch an die Öffentlichkeit bringen kann, um dann halt diese Sponsoren zu bekommen und um durch die Ads zu verdienen und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich der 6000ste Fitness-YouTuber bist, sage ich mal, der genau das Gleiche macht, was die 5999 vor dir gemacht haben, kann es schwierig werden. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich überlegt, was hat man für außergewöhnliche Züge im Bereich Charakter, Qualitäten, keine Ahnung was, die einem selbst so ein bisschen abspalten vom Rudel. Ja. So, ich denke, die Individualität ist da, was das angeht, wichtig, dass man einen Sinn für Entertainment hat, wäre in dem Fall wahrscheinlich wichtig. Und ob die Leute dich dann quasi akzeptieren oder nicht, das wirst du dann rausbekommen. Ja, da gibt es ja sehr schnell Feedback, ja, dass die Leute dann das nicht angucken oder nicht liken. Jetzt habe ich ja gehört, dass ich die 15.000 Euro in deiner Audio-Ausbildung, Audiotechnik-Ausbildung doch amortisiert haben, dass du da sehr stark also auf den Ton auch achtest und weißt, wie das funktioniert. Das wären zu viele Props leider in diese Institution, das konnte ich vorher schon alles. Aber ja, also es kann für den einen oder anderen wirklich auch gut sein. Für die Leute, die gar keine Erfahrung haben, null, gar nichts und die möchten sich das antrainieren, kann das eine Option sein. Ich will das jetzt auch gar nicht so sehr schlecht reden. Ja. Mir persönlich hat es nichts gebracht. Ja. Und den meisten, mit denen ich dort diese Ausbildung gemacht habe, hat es nichts gebracht. Aber es heißt ja nicht, dass die Ausnahme nicht die Regel bestätigt. Aber ich denke mal, heutzutage lebt man auch in so einer Zeit, wo ja durch dieses ganze Multimedia-Zeug, da ist man ja auch in der Lage, sich selbst Sachen beizubringen und braucht das dann vielleicht auch gar nicht. Dann hat man diese 15.000 Euro vielleicht immer noch für die Tasche und kann es dann in Equipment investieren oder in irgendwas, was in dem Augenblick für das Individuum sinnvoller erscheint. Das konnten wir ja damals nicht. Also im Jahre, sagen wir mal 1978 oder so, wenn du da jetzt Bock gehabt hast zu lernen, wie Tontechnik funktioniert, da hat dich dein Weg jetzt nicht Richtung YouTube geführt, um dir Tutorials reinzuziehen oder auf Udemy raufzugehen und dir irgendwie Online-Universitätskurse zu kaufen für 100 Euro, wo du dann Sachen beigebracht bekommst, wofür du damals halt ein Heidengeld hättest bezahlen müssen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, nutzt sie. Ja, verstehe. Und jetzt hast du ja, oder ihr habt ja gemeinsam auch Sponsoren gefunden. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Was motiviert denn einen Sponsor oder was sollte man dann darauf achten, wenn man so einen Kanal betreibt, auch Sponsoren zu finden? Die haben ja auch wahrscheinlich ein wirtschaftliches Interesse. Selbstverständlich. Ja. Ja. Also wir hatten, wie gesagt, das große Glück, dass wir big eingestiegen sind. Ja. Da war die Aufmerksamkeit dann direkt auf uns, wo andere Leute sich das halt sehr, sehr hart erarbeiten müssen. Das haben wir dann von Anfang an schon bekommen. Ja, ja. Und das ist halt ein Vorteil, den braucht man nicht wegzudiskutieren. Und wenn man interessant ist für Sponsoren da draußen, dann hat man die Möglichkeit, an Sponsoren ranzukommen. Aber es ist jetzt auch nicht so leicht. Deswegen, man muss den Leuten da draußen, denke ich mal, nichts vorlügen. Die meisten sterben. Mhm. Die meisten, die es probieren, die werden das nicht schaffen, da wirklich ein Business draus zu machen. Ja. Weil die Tür ist sehr, sehr eng. Ja? Und da versuchen jetzt irgendwie 1000 Leute, sich da durchzuquetschen. Und ist klar, dass da die Ausfallquote recht hoch sein wird. Ja? Ja. So. Aber man kann ja auch mal gucken, vielleicht ist ja daneben eine Tür, wo keiner durchrennt. Das wäre auch nochmal so ein kleiner Tipp. Ja? Das ist ganz wichtig, denke ich mal. Und Sponsoren werden aufmerksam auf dich, wenn sie Geld verdienen können. Das ist alles, worum es geht. Es geht einfach nur am Ende darum, Kohle zu verdienen. Und solltest du Reichweite haben, solltest du interessant sein, solltest du Geld generieren können, werden Leute, die aus einer Mark 3 Mark machen können, direkt bei dir anklopfen. Ja. Was würdest du denn sagen, was so die Einkunfts- oder Sponsorenmöglichkeiten sind, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal hat, sagen wir mal bis 50, bis 100.000, bis 500.000, bis 1 Million. Es gibt ja welche, die haben ja mehrere Millionen. Kannst du so ungefähr so eine Hausnummer geben, was so Sponsoren bereit sind zu zahlen oder was man so dann auch fordern kann, wenn man so einen Kanal betreibt wie du? Das ist sehr, sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Also ich habe von Sponsoring-Verträgen gehört, wo
nichts bezahlt wird. Mhm. Das Einzige, was die Leute bekommen, ist dann irgendwie zum Beispiel so ein Code, also ein Promocode. Affiliate-mäßig oder sowas. Ja. Richtig. Ja. Mhm. Und wenn dein YouTube-Video dann gut läuft und die Leute haben Interesse daran, dann haben sie die Möglichkeit, dann deinen Code zu benutzen, um dann bei dem Sponsor dann quasi was zu bestellen, kaufen, erwirtschaften. Und dann wird ein prozentualer Anteil davon, sei es jetzt 5%, 10%, 20%, wie auch immer, wird dann in Richtung deines Formats dann abgedrückt. Und solltest du da, jetzt sage ich mal, 100 Kunden dafür begeistern, um beim Sponsor einzukaufen, ist es natürlich besser, als wenn du 10 Leute dafür begeisterst. Und da gibt es dann Leute, die lassen sich dann halt natürlich dann die witzigsten Sachen einfallen und sind da, was das angeht, ein bisschen kreativer als der andere und können dann durch den Code auch viel Geld generieren. Und dann gibt es dann nochmal Pauschalauszahlungen. Da gibt es Sponsoren, die dann sagen, ey, weißt du was, wir haben hier einen Monatsvertrag und ihr kriegt halt einfach pro Monat was. Ja. Das gibt es auch. Da merkt man, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man halt immer gucken, wie man mit den Leuten verhandelt. Und Verhandlungsgeschick an und für sich ist, denke ich mal, auch nochmal ganz wichtig. Ja? Weil es wird keiner kommen und sagen, ja, hier freiwillig, Maximalbetrag, bitte, leg dich rein. Dann wird am Anfang versuchen, ganz unten natürlich irgendwie anzusetzen in der Verhandlungsposition. Und da, das kann der ein oder andere gut, der ein oder andere schlechter. Ja. Weiß ich nicht. Jetzt hast du ja zu Anfang auch gesagt, dass der eine Kanalbetreiber bei Spotify ja mehrere Millionen oder 100 Millionen dort bekommen hat als Provision oder Budget. Oder, ab welcher Grenze würdest du dann sagen, könnte ein YouTube-Kanalbetreiber davon leben, als nur von den Einnahmen, die jetzt zum Beispiel aus den Ads bezahlt werden? Weil YouTube selbst zahlt ja auch Provisionen oder auch Gebühren, oder? Das Werbeding bei YouTube, ja, das alte Spiel. Es geht halt darum, dass es halt Google Ads sind und diese Google Ads, die sind halt gestaffelt. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man einen sehr, sehr familienfreundlichen und gesellschaftsfreundlichen Content anbietet, dann verdient man durch die Werbung natürlich um einiges mehr als Leute, die Sachen anbieten im Netz, die kontrovers sind oder die eventuell vielleicht sogar gar nicht geeignet sind für eine Monetarisierung. Im schlimmsten Fall kriegst du eine FSK 18 Bewertung und dann ist es sowieso komplett vorbei, dann kannst du es vergessen. Ja? Okay. Also dementsprechend ist es doch tatsächlich so, je handzahmer dein Content ist, desto mehr Geld verdienst du. Okay. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig zu wissen für die Leute da draußen. Und da gibt es halt wirklich auch gewisse Abstufungen, die kann man sich im Internet auch dann genau betrachten. Man muss bei jedem Video, was man auf YouTube hochlädt, muss man auch eine Selbsteinschätzung mit einreichen. Mhm. Welche Kriterien von YouTube jetzt gerade, sage ich mal, unkontrovers bedient werden? Und sollte da dein Video zum Beispiel irgendwas haben, wo du jetzt über schockierende oder kontroverse Themen, die in der Gesellschaft vielleicht so ein bisschen Reibungsfläche bieten können oder so, dann musst du das halt angeben und musst diese Selbsteinschätzung dann rüberschicken. Und mit jeder Angabe, die du da in dem Fall tätigst, sinkt dann natürlich deine Monetarisierung. Okay. Im besten Fall hast du nichts, was du anklickst und alles ist super werbefreundlich. Ja. Und dann kassierst du gut Cash. Wenn du jetzt eine Kochsendung machst, Sally oder keine Ahnung was, die verdienen sich wahrscheinlich eine goldene Nase, alleine durch Google Ads. Mhm. Und machst du ein Politformat auf oder so, dann wird's schwierig. Ja. Und so als ungefähre Nutzerzahl würdest du sagen, dass man so ab 100.000 davon leben kann? Oder Abonnenten meinst du? Oder ab 1.000 Abonnenten? Oder nee, die Abonnenten spielen gar keine Rolle mehr. Ja, also es gab mal eine Zeit, da waren die Abonnenten sehr wichtig. Ja. YouTube verteilt ja auch sehr bekanntermaßen diese kleinen Pokale, ne, so das, da gibt's so ein silbernes YouTube-Zeichen, goldenes YouTube-Zeichen. Ab 100.000, glaube ich, kriegst du ein silbernes und so weiter. Aber, also wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr niedrige Abonnentenrate. Wenn man sich das mal so betrachtet, in Bezug auf unsere Reichweite, wir haben noch nicht mal die 100.000 geknackt. Mhm. Ja. Und, haben aber innerhalb der letzten 2 Jahre fast 20 Millionen Streams gemacht. Ja. Und, das ist das, worum es geht. Es geht im Endeffekt einfach nur darum, wie viele Streams du abreißt. Ja. Die Abonnenten selber, scheißegal, ganz ehrlich. Das war mal, vor 5 Jahren war es wichtig, heute nicht mehr. Ja. Was würdest du jetzt gerade für die Zuschauer, die heute dabei sind, die den Begriff Streams jetzt nicht anfangen können, was würdest du genau sagen, was ist das, weshalb das so wertvoll ist, auch für YouTube? Ja, ein Stream in dem Fall ist einfach nur ein Zuschauer. Ja. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie lange bleibt der Zuschauer am Ball. Ja. Also es gibt halt Leute, die klicken auf ein Video rauf und sind dann nach einer Minute wieder weg. Ja. Vielleicht nach 10 Sekunden sogar, weiß man nicht. Und dann gibt es Leute, die bleiben am Ball. Und ich denke mal, das Format an und für sich, was man ins Internet stellt, ist ja auch nochmal wichtig,
Was ist das denn überhaupt? Ist es jetzt irgendwie 5 Minuten Newsflash oder ist es 2 Stunden Podcast? Mhm. Ich meine, innerhalb von 5 Minuten Newsflash kannst du vielleicht 2 Werbungen schalten. Ja. Innerhalb eines langen Podcasts schaltest du vielleicht auch mal 8 Werbungen, vielleicht 10. Wenn du ein krasser Geier bist, auch 33. Mhm. Das liegt so an dir selbst, wo du deine Werbung positionierst. Auf der anderen Seite, die Aufmerksamkeitsspanne eines Otto-Normal-YouTube-Betrachters liegt bei circa 15 Minuten, wenn man Glück hat. Also viel länger wird kein YouTube-Format angeschaut. Ja. Im Durchschnitt nicht. Ja. Und je mehr man Aufmerksamkeit erzeugen kann, und wir sind halt weit über dieser Grenze, zum Beispiel mit unserem Format. Also wir sind die Leute, die das Unmögliche möglich machen und teilweise über 30 Minuten Aufmerksamkeitsspanne bei den Leuten generieren können. So. Und da merkt man, es ist halt nicht pauschal zu beantworten, diese Frage. Es kommt immer darauf an, was man macht und so weiter. Deswegen die Abonnentenzahlen und so weiter, das ist scheißegal. Wie viele Klicks hat dein Video, ist wichtig. Und wie lange schauen die Leute dein Video, ist wichtig. Ja. Das hört sich jetzt so strategisch für mich an. Kurze Videos machen eigentlich wenig Sinn, weil wenig Platziermöglichkeiten für Werbung vorhanden sind. Auf der anderen Seite, wenn die endlos lang sind und ganz schnell wieder abspringen, wird es ja auch schlecht bewertet, bringt ja auch nichts. Das heißt also, ihr habt ja durchschnittliche Formatlänge von, was habt ihr, 30 Minuten? 50 anderthalb Minuten? Stunden. Anderthalb Stunden, bis zu anderthalb Stunden. Und da bleiben die dann schon länger als eine halbe Stunde im Durchschnitt dann richtig drauf. Und das wiederum führt dazu, dass viele Werbungen nicht nur eingebracht werden, sondern ausgestrahlt werden. Und dadurch wird das dann auch wertvoller, wirtschaftlicher. Genau. Und wie gesagt, ganz wichtig, werbefreundlich. Ja. Was wir nicht sind. Okay, das heißt bei euch, also wie läuft das dann ab, wenn dann so ein Video, also macht ihr das selbst, diese Einschätzung, dass da eine Altersbeschränkung ist oder sitzt da bei YouTube jemand und checkt das auch und kontrolliert das? Die checken das definitiv. Also wir haben pauschal immer eine gelbe Monetarisierung, also eigentlich für den Arsch, so, um es auf den Punkt zu bekommen. Weil wir halt auch ein schon gelöschter und öfters gestrikter Kanal sind, der da die Reputation halt hat, giftig zu sein und gegen den Strom zu schwimmen, vor allem inhaltlich gesehen. Also wir sind, was das angeht, YouTube-Staatsfeind Nummer 1 und machen trotzdem Money. Okay. Also sollten wir uns dazu entscheiden, irgendwie die super cleanen, werbefreundlichen Typen zu sein, auf Teletubby-Modus da jetzt Podcasts zu machen, die irgendwie allen gefallen, da würde keine Sau mehr uns auch einschalten, weil wir sind genau das, was wir sind, dadurch, dass wir das sind, was wir sind. Mhm. Und es hat alles Vor- und Nachteile, richtig, ja. Das ist ja eigentlich so ein Widerspruch zu dem, was so einige sagen. Die sagen, es gibt da so die Verschwörungstheoretiker, die sagen, da gibt es Zensur, dass das alles verboten ist. Aber ich höre raus, dass es ja dort, dass ihr trotzdem weitermachen könnt, obwohl ihr gewisse kritische Inhalte habt, dass da YouTube eben nicht diese generelle Zensur hat. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also Zensur an und für sich. Man kann jetzt wirklich den Korinthenkacker machen und sagen, Zensur ist in dem Fall überhaupt gar nicht relevant als Thema, weil es ein Privatkonzern ist. Ja. In dem Augenblick, wenn du dich dazu entscheidest, die Community Guidelines dieses Privatkonzernes zu erfüllen und deren Plattform zu benutzen, hast du dich an deren Regeln zu halten. Das ist ja Zensur im Stile von zum Beispiel irgendwie staatlicher News oder so, Tagesthemen oder keine Ahnung was, da könnte man jetzt anfangen über Print und TV und keine Ahnung was zu sprechen, aber hier geht es um einen Privatkonzern und der hat halt einfach seine Regeln und wenn du keinen Bock auf diese Regeln hast, dann bring doch woanders deinen Scheiß raus. Das ist es so, wie es halt beigebracht wird, aber sollte jetzt im Fall von diesen ganzen Big Tech Geschichten, Google, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, keine Ahnung was, wenn diese ganzen Instanzen mittlerweile meiner Meinung nach den größten Anteil haben, was die Formung der Meinung der Gesellschaft angeht, dann ist es dann doch nicht mehr ganz so irrelevant, darüber zu sprechen, ob es jetzt Zensur ist oder nicht. Weil derjenige, der die Meinung hat, also der das Meinungsmonopol bildet und für die Gesellschaft quasi die Meinung dann auch bereitstellen kann, indem er jenes entfernt, dieses zulässt, das hier als schlecht und schnell zur Seite abstempelt und das hier sind die Inhalte, die sind aber gut, die fördern wir und so weiter. Das heißt, die haben den Einfluss auf die Gesellschaft, die haben den Einfluss auf das Empfinden der Menschen, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Und in dem Augenblick, wenn wir in so einer Situation angekommen sind, wo wir uns so tief in die Scheiße geritten haben, dass Instagram, Twitter, YouTube und so weiter unsere Meinung bildet, dann ist das absolut ein relevanter Punkt. Und wir haben gemerkt auf jeden Fall, dass wir von denen so schnell wie möglich aus dem Game geballert werden, wie es auch nur ginge, wenn es nach ihnen Dinge gäbe es uns nicht. Ja. Das muss man ganz knallhart auf den Punkt bekommen. Deswegen haben wir versucht,
innerhalb dieses Systems, ja, diesen Kompromiss zu finden, auf dieser Plattform irgendwie funktionieren zu können und uns aber trotzdem nicht das Maul zu verbieten, also verbieten zu lassen von denen. Ja. Ja, dadurch, dass wir die Community Guidelines und die Richtlinien und die Art und Weise, wie Google operiert, halt ein bisschen besser studieren, um zu wissen, bis welchem Punkt können wir denn. Ja? So wie so kleine Kinder, die ihre Grenze austesten bei den Eltern. Wir wissen, okay, das ist unsere Grenze, über diese Grenze können wir nicht hinaus. Dann gehen wir nur bis an diese Grenze auf YouTube, ja? Weil geh woanders hin, ja wohin denn? Sollen wir jetzt unsere Videos auf Odyssey rausbringen oder auf BitChute? Ja. Keine Sau guckt das, ja? Dann sind wir ja kaputt. Ja. Wer freut sich? Andere, aber nicht ich. Ja. Deswegen, na klar, bleibe ich auf YouTube. Ja. Aber es gibt halt auch nochmal über diese Grenze hinaus. Was macht man da? Das war die Frage. Deswegen haben wir Patreon gegründet. Ja. Deswegen haben wir auf Patreon haben wir einen Uncut-Podcast. Also von jeder Folge, die rauskommt, einmal pro Woche, gibt es auch nochmal eine ungeschnittene. Ah ja, verstehe. Und die ist nicht auf YouTube drauf, weil dafür würden die uns rasieren. Ja. Deswegen packen wir das halt über unseren eigenen Hoster auf Patreon rauf. Die Leute, die uns supporten wollen, von denen es immer ganz viele gab, die immer gefragt haben, wie können wir uns supporten? Wir finden das voll wichtig, was ihr macht. Ja. Gib doch mal eine PayPal-Adresse, damit ich überweisen und spenden. Also ich mag dieses ganze Spendenzeug nicht, weil es wirkt für mich wie Hand aufhalten. Ja. Aber Patreon ist halt eine Plattform, da kann ein Supporter hinkommen, kann seine 4,99 €, was mittlerweile weniger ist als eine Kippenschachtel kostet, pro Monat dort rein investieren. Kriegt aber dadurch dann aber auch was zurück, ist nicht nur purer Support für uns, was sehr, sehr nett gemeint ist und das rechnen wir den Leuten sehr, sehr hoch an, aber dann geben wir den Leuten auch mal was dafür und geben denen den Uncut-Podcast, der ist auch gut und gerne mal 20 Minuten länger als die YouTube-Version. Am Ende gibt es dann nochmal Fanfragen, die es bei der YouTube-Version auch nicht gibt und wir erweitern dieses Programm auch in nächster Zeit, sodass wir dann auch Merchandise und so weiter mit reinbringen werden, um die treuen Supporter und so weiter mit Sachen zu befüttern, die dann exklusiv sind, die sie nur dort bekommen und dadurch hat man dann nochmal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hast du dann nochmal eine Plattform, wo du Geld verdienst und auf der anderen Seite kannst du den Leuten die Möglichkeit geben, auch zu supporten im Money-Bereich und sie kriegen dann noch das, was wir nicht dürfen, auf YouTube auszustrahlen. Mhm. Und wie heißen jetzt oder der Name dieser Kanäle? Also du hast ja praktisch dann noch einen zweiten Kanal, wo die veröffentlicht, die an- oder ungekürzten sozusagen Videos veröffentlicht werden. Und da haben die dann monatliche Abos oder? Monatliche. Monatliche. Ja. Okay, verstehe. Und wie heißt dann der Kanal dort? Oder? Das ist Patreon. Patreon ist die Plattform und dort heißt es auch 100% Real Talk. Ja. Man kann einfach auf Patreon raufgehen, kann 100% Real Talk eingeben, Boogie, Belasch, keine Ahnung, egal was, das kommt dann sofort. Mhm. Und das haben wir auch ganz transparent gemacht. Also die Leute, die da raufkommen, die können sofort sehen, wie viele Leute sind bei uns in unserer privaten kleinen Gruppe. Ja. Wie viel Geld wird da sogar generiert, steht sogar dort. Das ist auch gar kein Geheimnis. Also wir haben irgendwie im Durchschnitt um die 700 Abonnenten pro Monat und verdienen dadurch dann nochmal um die 3.000 €. Ja. Einfach zusätzlich. Verstehe. Das hört sich ja für mich so ein bisschen an, ist ein ähnliches Problem, was auch ein Amazon-Händler hat, wenn der richtig groß seinen Shop, sein Konto bei Amazon auf dem Marktplatz etabliert, ist er auf der anderen Seite aber auch abhängig von Amazon. Wenn die also dann dicht machen, ist er seine Einkommensströme los. Mhm. Und deshalb ist ja auch hier die Empfehlung, dann nebenbei so einen Webshop, einen eigenen Webshop aufzubauen. Und das habt ihr jetzt auch gemacht, sozusagen außerhalb von YouTube noch eine zweite Plattform, um dann auch die Community zu binden. Richtig. Ja. Was würdest du denn noch weitere Empfehlungen geben? Was macht denn noch Sinn, jetzt von der Kanalstrategie außer YouTube und diese Plattform noch aufzubauen? Oder wie haltet ihr noch den Kontakt zu eurer Community? Habt ihr auch Newsletterlisten oder Facebook, Instagram oder andere Kanäle? Ja, also wir sind auf Instagram. Facebook nutzt irgendwie kaum noch jemand hier, habe ich das Gefühl. Deswegen, das ist so ein bisschen auf Eis. Auf Twitter sind wir nicht, weil Twitter ist sehr radikal. Also Leute wie ich, ich hätte meinen Twitter-Account vielleicht 2 Monate lang, dann wäre er weg. Mhm. Auch wenn ich gar nicht krass viel poste. Daran, also die sind da, was das angeht, das ist die größte Feindesplattform, die ich habe in meinem Leben, ist Twitter. Ich würde niemals auf Twitter raufgehen und ich finde das auch zum Kotzen. Ja? Also so, um es auf den Punkt zu bekommen. Instagram ist auch zum Kotzen, aber ich bin trotzdem drauf und mache so, wie ich kann. Mhm. Da habe ich jetzt mittlerweile jetzt auch schon, also mein Hauptaccount wurde mir vor 2 Monaten oder so weggenommen, da haben sie den gelöscht. Boogies Account haben sie vor kurzem gelöscht. Jetzt haben sie meinen aktuellen Account, ist auch permanent Shadowbanned, also man muss meinen Namen ganz exakt so, wie er ist, eingeben, damit man nicht mich überhaupt findet. Also man merkt schon, wir sind da, was das angeht, nicht die Leute, bei dem man sich Tipps abholen sollte, wie man im Social-Media-Bereich agieren sollte. Mhm. Im Social-Media-Bereich kann ich Tipps geben. Ich halte sie selber nicht ein. Aber man sollte auf jeden Fall schauen, dass man, wenn man Social-Media wirtschaftlich benutzt,
dass man jede Form von Kontroverse in Bezug auf Community Guidelines und auf die generelle Stimmung auf dieser Plattform, wenn sie nicht konform geht mit der Plattform, dass man die weglässt. Mhm. Sollte es wirklich ein purer, reiner Business-Account sein, der dein Business beflügeln soll, dann ist es halt wichtig zu wissen, worauf Instagram und Co. achten, ja? Wie die Algorithmen funktionieren und so weiter. So, dass man halt irgendwie einmal pro Tag was postet, dass man guckt, wenn man irgendwie eine Story was reinpackt, dass man da nicht 10.000 Leute verlinkt, am besten nur eine Person. Instagram macht kurze Story-Videos, also 15 Sekunden, macht keine 2 Minuten mit demselben Link irgendwie zum Video, was du gerade rausgebracht hast, sondern halt es irgendwie short. Mhm. Und die mögen, dass du viel Privatscheiße von dir preisgibst natürlich, ja, weil sie Datendiebe sind. Sie wollen, dass du dich mit deiner Familie fotografierst und dass du zeigst, was für ein Essen du frisst und wo du gerade warst, am besten mit einer Standortmarkierung und so weiter. Diese ganzen Sachen sollst du sagen. Du solltest dein Maul halten in Bezug auf politisch kontroverse Geschichten und schön den Saubermann nach außen meme. Mhm. Dann hast du auf Social Media auf jeden Fall eine absolute Zukunft im Gegensatz zu mir. Mhm. Ist es so, dass wenn dieses Grenzen austesten und einhalten ja praktiziert wird, ist ja trotzdem möglich, dann Reichweite und seinen Kanal aufzubauen, seinen Kanal auch zu betreiben. Das ist aber dann halt immer eine Gratwanderung. Genau, das ist eine persönliche Entscheidungsfrage. Ich würde niemals was Privates auf Social Media posten. Ja. Also halte ich persönlich für einen gesamtgesellschaftlich absolut kranken Trend. Mhm. Also ich finde, meine Kinder, sollte ich welche haben, deine oder ich will die gar nicht sehen. Ich will das gar nicht wissen und ich will auch gar nicht wissen, was du frisst irgendwie von morgens bis abends oder in welchem Fitnessstudio jetzt du wieder unterwegs warst. Mhm. Das geht mir komplett am Arsch vorbei. Mhm. Und dementsprechend, nicht nur, dass es mir am Arsch vorbei geht, ich habe da auch wirklich eine Allergie dagegen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schlimme Entwicklung, was die Menschlichkeit angeht. Ja. Dementsprechend, du wirst von mir niemals irgendwas Privates auf Instagram sehen. Und dadurch dann, wenn sich meine Reichweite dadurch dann nicht erhöht, dann ist es halt so. Mhm. Und wenn jetzt schon wieder der dritte Kinderschänder innerhalb der letzten Woche durch das Berliner Gericht freigesprochen wurde, beziehungsweise eine 6-monatige Strafe auf Bewährung bekommen hat, obwohl er schon eine Vergangenheit als sowas gehabt hat, ja, dann poste ich das. Mhm. Ja, das ist dann so, wie ich das handle. Und da sind wir wieder zu dem Punkt von vor kurzem, was wir angesprochen haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage nicht, dass man das so machen soll, wie ich das mache. Ja. Aber ich mache das so, wie ich es mache. Das ist ja grundsätzlich so, dass jeder da seines Glückes Schmied ist und auch entscheiden darf und ganz unterschiedliche Motive hat. Du hast ja auch deine Motive, das würde mich auch noch interessieren. So, was ist dann so dein inneres Kraftwerk, was dich vorantreibt, wo du auch noch hin willst? Wo du sagst, also das hat dich auch jetzt durch die Selbstständigkeitserfahrung durchgetragen? Ist gar nicht so schwer. Also erstens mal, man möchte natürlich finanziell und was das Materialistische angeht, möchte man einen gewissen Standard im Leben haben. Mhm. Also ich bin kein Kommunist, ich bin kein Sozialist und ich bin kein Antikapitalist. Ja? Mhm. Aber ich finde in jedem von diesen Strukturen finde ich eine Menge Scheiße. Ja. Also deswegen, also trotzdem möchte ich so viel Geld verdienen, wie es geht. Ja. Es geht nicht darum, nur meine eigene Tasche voll zu machen und mich irgendwie mit meiner Rolex vorm Spiegel voll toll zu finden. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht darum, Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Und dafür braucht man Geld. Ja. Mhm. Und so sehr ich auch gegen das System bin, wie Geld generiert wird und wofür es genutzt wird und wer da an der Powerquelle sitzt und so weiter, das ist mir alles sehr unsympathisch. Trotzdem, man muss mit dem umgehen, wo man gerade steht. So. Ja. Und hier, wo ich gerade stehe, kann ich mit sehr viel Geld sehr viele Möglichkeiten präsentieren, nicht nur für mich selbst, sondern auch für die Leute, die ich mitziehen will, beziehungsweise Geschäftsebenen öffnen, Kreativbereiche öffnen und am Ende des Tages sich selbst verwirklichen. Mhm. Man hat ja so einen Selbstverwirklichungsanspruch. Ja? Mhm. So, man möchte die beste Version von sich selbst sein, die möglich ist. Ja. So, und in dem Augenblick, wie willst du das denn bitte machen, wenn du broke bist? Das geht nicht. Ja? Ja. So. Und das ist halt der Anspruch, Materielles, Finanzielles und so weiter zueinander zu finden, um menschlich und auch kreativ das meiste aus sich selbst rausholen zu können. Das ist es, worum es geht. Einfach das Maximum aus dem Potenzial zu schöpfen, angepasst an die Situation, wo man gerade lebt. Ja. Das ist alles. Und da hast du ja auch sehr, sehr viele Schritte und Entwicklungen ja gemacht. Du hast viel in dich investiert, zeitlich, finanziell. Du hast bestimmte Dinge, du hast auch Ratschläge gehört, die teilweise auch falsch waren. Mhm. Zum Beispiel dann deine eigene Produktion, Musikproduktion damals zu machen als DJ. Dann hast du wiederum andere Ratschläge befolgt. Was würdest du denn jetzt vielleicht auch zum Abschluss für unseren Beitrag auch so den Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und überlegen, mache ich mich selbstständig, mache ich mich nicht selbstständig, sollte ich Social Media als Unternehmer nutzen und nicht? Was würdest du diesen Menschen so als Tipp mitgeben, wo du sagst, also das hat dir persönlich weitergeholfen?
Das ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger zu beantworten. Aber ich denke mal, es ist halt, also für mich persönlich war es wirklich am wichtigsten, mir einfach nicht reinreden zu lassen. Ja. Das war für mich persönlich war es das Wichtigste. Weil, also ich wäre jetzt, ich hätte schon längst resigniert und aufgegeben, wenn es jetzt nach der Meinung der anderen ginge, sage ich mal. Ja? So, weil es wurde mir sehr, sehr oft angeraten, das einfach zu lassen. Ja. Und zwar in vielen, vielen Bereichen wurde mir angeraten, es zu lassen. Und das ist halt, denke ich mal, ein realistischer Struggle der Bevölkerung heutzutage, vor allem in Zeiten von Corona und Wirtschaftskrise und so weiter. Da ist man halt sehr, sehr oft mit den Gedanken konfrontiert, aufgeben. Ja. Ja? So. Und es braucht schon auf jeden Fall Eier, Charakter und Standhaftigkeit, die Sache dann nicht aufzugeben, an sich selber weiter zu glauben und einfach durchzuhasseln, das Beste zu tun dafür, was man tun kann, die Zeit zu investieren, die Kraft zu investieren, um an sein Ziel zu kommen und sich an den Positivbeispielen zu orientieren, anstatt den Negativbeispielen. Es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres erlebt als du. Es gibt Leute, die haben viel mehr Scheiße gefressen als du. Und die haben es ganz weit nach oben geschafft. Da kann man sich auch mal dran orientieren. Man muss sich nicht immer an den Leuten orientieren, die resigniert haben. Und das ist, denke ich mal, eine Sache. Ne? Nach oben gucken, anstatt nach unten gucken, ist eine Sache, die mir persönlich sehr weitergeholfen hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, einen realistischen Blick darauf zu haben, was deine Qualitäten sind. Es nützt dir auch nichts, wenn du dir selber die ganze Zeit vorlügst, dass du irgendwann mal voll durch die Decke gehen wirst, aber bis am Ende des Tages vielleicht super untalentiert. Hm. Das merkt man halt in den ersten Folgen jeder DSDS-Staffel. Okay. Ja, da kommen halt immer Leute hin, die können halt einfach gar nichts. Hm. Also die können nicht singen, die können gar nichts. Und trotzdem gibt es so eine Traube an Menschen drumherum, die anfeuern und sagen, wie, die haben dich nicht genommen? Hm. Wie jetzt? Hm. Da merkt man halt auch so, also so einen realistischen Blick auf sich selber zu haben und sich auch beraten zu lassen von Leuten, die was auf dem Kasten haben, damit man weiß, wo man steht und keine Ja-Sager um sich herum zu haben, die immer nur sagen, ja, toll, toll, Matze, du bist der beste Sänger, aber kannst nicht drei Töne treffen. Ja. So funktioniert das halt auch nicht. Ne? Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat und es ist sehr, sehr schwer. Ja? Ja. Man muss von sich selbst überzeugt sein, aber wenn man was drauf hat. Mhm. Wenn du es nicht drauf hast, dann finde doch einen anderen Weg, das zu machen, was besser zu dir passt. Mhm. Weil ich glaube, Qualität hat jeder Mensch. Mhm. Aber viele verrennen sich einfach in die falsche Richtung, weil das halt vielleicht gesellschaftlich nicht anerkannt ist, gerade was sie für Qualitäten haben oder so. Mhm. Vielleicht gibt es da nicht das krisengroße Geld, aber vielleicht wäre es deine Erfüllung. Mhm. Das ist halt immer ganz, ganz schwer. Ne? Ganz, ganz schwer. Vielleicht landet man irgendwann in so einer beruflichen Sackgasse, wo man super unglücklich wird zum Beispiel, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht gar keinen Bock mehr hat zu leben. Ne? Das sind halt auch so eine Geschichten. Das könnten wir jetzt echt lang weiter philosophieren, das Thema, aber es ist schwer zu beantworten. Jetzt hast du ja noch gesagt, dass du seit 5 Jahren, glaube ich, an deinem Album arbeitest, was bald rauskommt, am Seidenen Faden. Ja, gearbeitet habe ich daran nicht. Ich habe es einfach noch nicht rausgebracht. Noch nicht rausgebracht, ja. Schon fertig. Und wann ist es dann geplant und wie kann man das dann erhalten jetzt auch für unsere Zuschauer, falls die Interesse haben, mehr wissen wollen? Mhm. Am Seidenen Faden wird am Ende des Tages am 21.12. dieses Jahres rauskommen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Sendung bis dorthin ausgestrahlt wird oder nicht. Mhm. Und 5 Jahre lang habe ich es zurückgehalten, wie gesagt, und habe danach noch 3 andere Projekte gemacht, die auch in der Pipeline stehen. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Plattform, jetzt habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt empfinde ich es halt auch für gerechtfertigt, das auch mit der Welt zu teilen, weil ich bin halt davon überzeugt, dass es einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard erfüllt. Und ich war nicht bereit dafür, das mit der Öffentlichkeit zu teilen, und es bekommt keine Aufmerksamkeit. Das Projekt selbst hätte es nicht verdient gehabt. Mhm. Und das war sehr schwer für mich, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bin froh darüber, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo ich wieder regelmäßig Musik rausbringen kann, hoffentlich. Am Seidenen Faden wird zeigen, ob da das Interesse von den Leuten da ist. Mhm. Und sollte es auch nur den minimalen Faktor für mich selbst erfüllen an Interesse der Öffentlichkeit, dann werde ich auch nachschießen. Und zwar wirklich regelmäßig und radikal. Also ich habe ganz, ganz viel Material, was darauf wartet, veröffentlicht zu werden. Das klingt ja nach vielen Ideen, nach vielen Projekten, die du gemacht hast. Und vielleicht auch ein letzter Punkt zum Abschluss heute. Du hast ja das Leben als Selbstständiger, als Unternehmer jetzt kennengelernt, viele Jahre.
Und was würdest du denn sagen, was für dich so wichtig war als Persönlichkeit? Du hast ja auch Menschen genannt, die es nicht geschafft haben, die nicht geschafft haben, durch die Tür zu kommen. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die Unterscheidungsmerkmale auch für diejenigen, die noch überlegen, sich selbstständig zu machen? Worauf sollte man achten, dass man auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man da diesen Kampf im freien Markt gewinnen will? Ja, das ist eine sehr traurige Situation heutzutage. Daniel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich habe gerade von dem eisernen Willen erzählt und durchziehen und so, hey, es ist einfach für manche Leute nicht möglich, die drehen einfach den Schlüssel fürs letzte Mal um und haben Tränen in den Augen, ja, und die können dafür auch nichts. Deswegen, also jetzt heutzutage sich dorthin zu stellen und auf Großkotzig sich zu machen, halte ich für persönlich total unangebracht. Die Leute sind am Boden zerstört teilweise, Gastronomie kann dir da ein großes Lied von singen. Ja. Und dementsprechend, also es ist die Mittelschicht, die immer weiter aufgelöst wird. Das ist halt auch der Bereich, wo du dich wiederfinden wirst, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ohne den reichen Daddy im Hintergrund zu haben, der dich sofort in ein Millionenunternehmen reinsetzt. Mhm. Also wenn du dir das wirklich selbst erhasseln willst und du gehst jetzt wirklich so mit deinem letzten Geld irgendwo rein, all in, ja, das ist eine Scheißsituation. Das ist für jeden eine Scheißsituation. Das bringt halt auch Blockaden. So. Man ist halt einfach nicht frei, weil man die ganze Zeit Sorgen und Ängste hat und so. Ne? Mhm. Und das kann dich dann auch natürlich davon abhalten, erfolgreich zu werden. Das frisst einen von innen. Und das ist halt so eine Situation, die hier in Deutschland gerade sehr bemerkenswert im negativen Sinne ist. Auf der anderen Seite, ja, also als Angestellter hast du gewisse Vorteile, dass du halt einfach zum Beispiel dich selbst nicht versichern musst, dass du ein relativ geregeltes Einkommen hast, was nicht hoch und runter geht. Es kann immer ein Scheißmonat sein, es kann mal ein guter Monat sein in der Selbstständigkeit. Du musst dich nicht um deine eigene Krankenversicherung kümmern. Sollte es mal irgendwie passieren, dass du dich mit deinem Arbeitgeber irgendwie in die Haare bekommst oder so, hast du ein Auffangbecken, wo du dann Arbeitslosengeld irgendwie beziehen kannst. Kommt drauf an natürlich, wie lange du gearbeitet hast, ob es ALG 1 oder 2 ist. Diese ganzen Geschichten. Auf der anderen Seite hast du durch die Selbstständigkeit, wenn du wirklich an dich selbst glaubst und wenn du ein Produkt oder irgendwas an Qualität der Öffentlichkeit bereitstellen kannst, was viel Geld generieren kann, dadurch, dass du dein eigener Chef bist, die Möglichkeit natürlich nach Sphären zu greifen, die du vielleicht als ein Angestellter in dem Sinne vielleicht nicht bekommst. Mhm. Das ist, glaube ich, schwer, in einer Bäckerei zu arbeiten und dann irgendwann der Bäckereibesitzer zu werden. Das ist ziemlich kompliziert, auch wenn sich die Leute das vielleicht nicht so vorstellen können. Du kannst auch nicht beim Mediamarkt irgendwie stehen und Kabel verkaufen und davon ausgehen, dass du dann irgendwie die Firma Klotz betreibst, die Kabel dann verkauft in die Weltöffentlichkeit und dadurch dann Millionär wirst. Mhm. Also muss man sich selbst überlegen, die Möglichkeiten nach den Sternen zu greifen, ist als Selbstständiger definitiv meiner Meinung nach mehr da als in einem normalen Angestelltenverhältnis. Aber es gibt natürlich auch Berufe, wo du in einem Angestelltenverhältnis auch eine Karriereleiter so weit nach vorne, nach oben steigen kannst, dass du dir da auch ein sehr, sehr gutes Leben und vielleicht dann irgendwann auch ein eigenes Business etablieren kannst. Ich kann keine One-Size-Fits-All-Antwort auf diese Frage geben. Jeder, der sich da draußen überlegt, gerade selbstständig zu werden, sollte sich das sehr, sehr gut überlegt haben und sollte sich über seine eigenen Qualitäten bewusst sein. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber no risks, no fun. Wer sich nicht traut, der kann auch im Nachhinein dann nicht sagen, hätte ich es mal probiert. Diese Zweifel können dann irgendwann kommen. Und es kann auch sehr, sehr destruktiv sein, ne? Wenn man nach 20 Jahren überlegt, hätte ich das mal damals probiert. Ich hatte damals diese geile Idee. Dann ist der andere 5 Jahre später gekommen und hat daraus irgendwie 6 Millionen gemacht oder so. Hätte halt, ne? Ja. Deswegen. Ja, wenn man mit 85 dann auf dem Sterbebett liegt und sagt, hätte ich mich damals selbstständig gemacht, ist es dann deutlich zu spät. Und es gibt auch genug Beispiele, wo Menschen Ideen hatten, die nicht umgesetzt haben, und 3, 4, 5 Jahre später kam ein anderer, hat die gleiche Idee umgesetzt. Kann ich dir ein Buch von schreiben? Ja. Mhm. Ja, Bill, ich danke dir, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Und vielen Dank, dass du uns da auch hast teilhaben lassen an deinen persönlichen Erfahrungen und Höhen und Tiefen und auch Motiven und Sichtweisen. Und wir werden das so machen, dass wir unter dem Video direkt auch einen Link setzen werden zu eurem Kanal, dass dort auch ihr auch teilhaben könnt an den Produktionen von Melash. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt auch ein Abo gerne jetzt hinterlasst und auch die Glocke anklickt zum Abonnieren und zum Benachrichtigen. Und gerne freue ich mich auch über ein Like über das Video. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Entscheidung, auch wenn du überlegen solltest, dich selbstständig zu machen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, laden wir dich auch gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch bei uns. Diesen Link findest du auch unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal.